Das heißt, wir sind sozusagen PubMed Plus Plus oder Plus Plus, wie man sagen könnte. Ich kenne die Aussage, Bibliotheken oder Suchportale brauche ich nicht. Ich finde doch alles in Google oder in Google Scholar. Stimmt das so eigentlich? Diese und andere Fragen kläre ich heute mit Konrad Förstner, einem Experten für Data Science in den Lebenswissenschaften. Schön, dass du da bist. Hallo. Wie siehst du das? Brauchen wir wirklich Suchportale oder brauchen wir die nicht, obwohl es Google und Google Scholar gibt? Wir brauchen das auf jeden Fall, weil Google Scholar zum einen eine nicht öffentliche Institution darstellt und theoretisch jederzeit verschwinden könnte. Des Weiteren, besonders in den Lebenswissenschaften, haben wir so ein breites Feld an Literatur, auch grauer Literatur, also alles um Wissenschaft herum auch noch, was gar nicht dort auffindbar wäre in anderen Angeboten. Von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass es innerhalb von solchen Communities spezielle Suchportale gibt, die solche Sachen abdecken. Was ist das Ziel einer Suche in LiVivo? Das Ziel von jedem Discovery Service oder jeder Suchmaschine ist, dass man an die Artikel oder das gespeicherte Wissen kommt, was man haben möchte. Und das ist natürlich die hohe Kunst. Das ist nicht immer einfach, weil es auch verschiedene Ansprüche natürlich gibt. Aber die grundlegende Aufgabe ist, ich habe eine Frage und ich möchte sie mir beantworten. Und dazu soll die Literatur helfen oder dabei soll die Literatur helfen. Und eine Suchmaschine ist eigentlich die Brücke in diese Welt hinein oder das Werkzeug, um die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Genau, die Nadel im Heuhaufen. Ich glaube, das ist ein Kernthema bei der ganzen Geschichte. Was auch ein Kernthema in diesem Feld ist, ist PubMed. PubMed, darüber haben wir schon sehr viel geredet in den letzten Jahren. Aber auch mal an dich, der du ja für LiVivo verantwortlich bist, die Frage, braucht es denn LiVivo, wo es auch PubMed gibt? Auf jeden Fall. Denn PubMed ist eine sehr etablierte und viel bekannte Suchmaschine. Allerdings deckt sie nur einen Teil ab von dem, was LiVivo letztendlich bietet. Wir haben unter anderem deutschsprachige Artikel dabei, wir haben graue Literatur, wir haben ganz andere Sachen noch mit inklusive. Wir haben auch noch entsprechend Möglichkeiten zu zeigen, wie die Verfügbarkeit von solchen Artikeln ist. Das heißt, das geht bei Weitem darüber hinaus. Das heißt, wir sind sozusagen PubMed Plus Plus oder Plus Plus, wie man sagen könnte, was einfach daran begründet liegt, dass wir einen weiteren Markt bedienen, dass wir auch andere Zielgruppen damit ansprechen und von daher ist es auf jeden Fall wichtig, auch solche Portale zu führen und weiter auszubauen und auch viel, viel weiter noch zu verbessern. Apropos verbessern. Letztes Jahr, als die Pandemie losging, haben ja alle verstanden, wie wichtig Literatur und Daten sind. Das war ja eigentlich eine Paradesituation für LiVivo. Was habt ihr da gemacht? Ja, das war tatsächlich fantastisch zu sehen, wie plötzlich Leuten wusste, hey, Artikel sind doch sehr, sehr wichtig und wir brauchen doch jetzt sehr schnell, zügig Literatur. Und was wir gemacht haben, ist eine spezielle Plattform zu bauen auf Basis von LiVivo, die sich nur um Covid-19 entsprechend kümmert. Wir haben dazu dann auch noch die Preprints mit eingebunden, die ja die Quelle waren und die dadurch natürlich auch eine ganz andere Präsenz gewonnen haben. Und wir haben eine Plattform relativ zügig in wenigen Tagen auf die Beine stellen können, eben aufgrund der guten oder ja, Planung oder des guten Designs von LiVivo, der hohen Modularität, konnten wir relativ zügig so eine Plattform bauen und die hat auch sehr viel positives Feedback bekommen. Und viele Leute sind dahin und haben entsprechend die Nadel im Heuhaufen gefunden, die sie dann entsprechend brauchten. Ich habe mal ein Statement gehört von dir, dass man eine Infrastruktur erst dann so richtig zu schätzen weiß, wenn sie nicht mehr da ist. Das ist ja auch der Klassiker, ne? Gerade bei Einrichtungen bei Infrastrukturen, die auf Projektbasis gefördert werden. Das war ja bei LiVivo zunächst auch mal so. Was würde denn fehlen, wenn es LiVivo nicht mehr gäbe, so aus Sicht des Verantwortlichen? Ich glaube, da würden einige Leute sehr, sehr böse aufschreien. Also das merkt man auch schon, wenn irgendwelche kleinen Fehler drauf sind. Dann bekommt man relativ zügig Meldungen, hallo, hier stimmt was nicht, wie es sein sollte. Und von daher möchte ich mir ein Abschalten jetzt gar nicht vorstellen, wenn das länger ausfallen würde. Das ist wie bei jeglicher Infrastruktur ganz genauso. Wenn die Sachen da sind, dann fällt einem plötzlich auf, was für eine wichtige Komponente das im eigenen Alltag oder sagen wir mal im Forschungsalltag bieten kann. Oder auch im Praktikeralltag oder Praktikerinnenalltag. Die Informationen, die wir dort sammeln, gehen, wie gesagt, über
PubMed hinaus. Wir haben viele andere Sachen noch mit dabei. Wir haben ja auch unsere lokalen Sachen mit eingebunden, das heißt unsere lokalen Angebote mit dabei. Wir haben die Verfügbarkeit mit dabei und das würde dann alles wegfallen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das für viele in ihrem normalen Prozess dann eine Lücke schlagen würde. Du stehst ja für Open Science und Open Source. Jetzt so ein bisschen die Gretchenfrage. Was an LiVivo ist denn wirklich Open Source? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn wie du sagst, ich bin ja ein ganz großer Befürworter davon, dass solche öffentlich finanzierten Dienste dann auch nachgenutzt werden können. Das heißt, dass der Source Code verfügbar ist für andere und damit vielleicht ein Mehrwert geschaffen wird. Da sind wir bei LiVivo noch nicht ganz so weit. Man muss sich vor Augen führen, LiVivo ist ein Dienst, der seit fast 20 Jahren oder über 20 Jahren letztendlich läuft, der aus anderen zusammengesetzt wurde, wo viele Leute mitgearbeitet haben und wo es nicht ganz einfach ist, tatsächlich auch von rechtlicher Seite einfach Sachen Open Source zu stellen. Das wollen wir aber ändern, und zwar langfristig natürlich oder mittelfristig wollen wir das schon angehen, dass wir einzelne Komponenten, die wir für sinnvoll halten, als Module entsprechend dann auch nach draußen geben. Ansonsten nutzen wir sehr viel Open-Source-Software auch für den Betrieb selber. Das heißt, wir haben Solr als Suchmaschine, wir haben MongoDB als Datenbanksystem und viele andere Sachen noch mit dabei, Apache und den ganzen Linux-Stack letztendlich, der da mit dabei ist. Dennoch, großer Wunsch von allen Beteiligten ist eben auch, die Komponenten, die wir selber entwickeln, rauszugeben. Das bedarf sicher noch einiges an Zeit, aber da sind wir auf dem Weg dahin und das würde uns natürlich freuen, wenn andere Leute dann von unseren Arbeiten auch profitieren können, um eigene Services in anderen Communities entsprechend aufzubauen. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, was wir uns mittelfristig gesetzt haben und dann auch angehen werden. Und unter der Haube von LiVivo ist ja auch sogenannte Knowledge Environment. Magst du mal erklären, was das eigentlich bedeutet? Ja, gerne. Das ist natürlich ein bisschen komplexer, aber ich denke, das kann man dann noch gut auflösen. Die Knowledge Environment ist eigentlich dieser große Data Lake, wie man das nennen könnte, oder diese große Sammlung von den verschiedenen Quellen. Wir sammeln aus verschiedensten Datenbanken, aus mehr als 50 verschiedenen Datenbanken, sammeln wir letztendlich Informationen oder eigentlich die Metadaten ein zu Artikeln, zu Büchern und derartigen Sachen und packen das zusammen in eben dieser Knowledge Environment. Das ist letztendlich eine Datenbank, die all das fasst. Und aufgrund der vorhin schon angesprochenen Modularität kann man auf Basis dieser Knowledge Environment dann Services aufbauen. Und LiVivo ist einer dieser Services, ist der Service, der oben drauf sitzt. Das heißt, LiVivo ist ein Discovery Service, der auf dieser Knowledge Environment aufbaut und entsprechend damit das Tor dorthin ist, zu dem Wissen, was dort gespeichert ist. Gleichzeitig kann man natürlich, und das machen wir auch, diese Knowledge Environment auch anders nutzen. Nebenbei, man kann sagen, die oder das Environment, nur das ist immer so ein bisschen die Debatte darum. Man kann letztendlich die Daten verschiedentlich abrufen und für verschiedene andere Sachen nutzen. Wir nutzen das in Forschungsprojekten zum Beispiel, wo wir diese geballte Ladung an entsprechenden Metadaten benötigen. Wo ist es denn drin, in welchen Forschungsprojekten? Wir haben unter anderem QuaMedFo, das ist ein BMF-finanziertes Projekt, oder QActiv, das ist jetzt abgeschlossen, wo wir genau auf solche Literatur aufbauen, wo eben PubMed vielleicht eine nette Basis ist, aber wir noch darüber hinausgehen wollen, um entsprechend hochwertig unsere Fragen zu beantworten. Das sind verschiedene Forschungsfragen. Das ist bei einem ist es leistungsorientierte Mittelvergabe in der Medizin. Beim anderen wurden Konvergenzerscheinungen innerhalb von Forschungsfeldern beobachtet und geschaut, wie die sozusagen verschmelzen. Und das machen wir alles auf Basis von Literaturmetadaten. Und da ist das oder die Knowledge Environment genau die Grundlage, die viel, viel Arbeit spart. Wenn man das nämlich selber zusammentragen müsste, wäre das ein Riesenaufwand. Das heißt, wir haben einen enormen Mehrwert dazu, dass wir das einerseits für LiVivo nutzen, aber auch in solchen Forschungsprojekten dann anderweitig ansetzen. Das heißt, es ist nachnutzbar für andere Bereiche und wahrscheinlich sowohl extern nachnutzbar als auch intern noch weiter nachnutzbar. Momentan wird das Ganze nur intern genutzt, aber genau das ist der Plan. Also man kann auch das Ganze extern nutzen, dann mit bestimmten Einschränkungen. Aber genau das ist das, was wir in der nächsten Zeit angehen wollen, dass wir das auch als Infrastruktur für Leute aus den, sagen wir mal, Datenwissenschaften, aus dem Data Science Bereich oder aus bibliometrischen Bereichen kommt, dass die das nachnutzen können, so wie wir schon intern machen, um dann entsprechend eben nicht diese Datenakquise, dieses Zusammentragen selber machen zu müssen, sondern ganz effizient das selber die Lösung generieren zu können. Das heißt, dass wir dort
einen ganz anderen Startpunkt haben und viel Vorarbeit, die wir hier im Team sozusagen machen, anderen dann ersparen können. Du hast am Anfang die Suche nach der Nadel im Heuhaufen erwähnt. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild. Wie lässt sich das dann kurz- und mittelfristig erweitern? Also was sind eure Pläne für die nächsten, sagen wir mal, 20 Jahre? 20 Jahre ist natürlich ein sehr, sehr langfristiges Bild. Aber ich denke, das ist realistisch. Von daher gucken wir uns vielleicht mal die nächsten paar Jahre an, was da ansteht. Natürlich wollen wir einerseits viel mehr Quellen erschließen. Das ist auch natürlich sinnvoll. Wir wollen viel mehr andere Forschungsartefakte wie Software und derartige Sachen mit aufnehmen. Gleichzeitig wollen wir aber auch durch die Möglichkeit bieten, dass andere Leute das nutzen können durch entsprechende Programmierschnittstellen. Die sind theoretisch schon da, aber das muss entsprechend performancemäßig aufgebaut werden. Und auch unter der Haube muss da sehr viel passieren. Das ist manchmal den Nutzenden gar nicht so klar. Das ist natürlich ein relativ komplexes System und mit vielen Abhängigkeiten. Es ist modular, aber die sind natürlich miteinander vernetzt. Und um das natürlich dann auf dem performanteren Level zu heben, muss man an vielen Ecken und Enden draufschauen. Und das ist sicher eine der wichtigsten Neuerungen, dass wir da schauen, dass wir das einfach noch performanter gestalten können, um dann Sachen weiter auszubauen, dass wir dann die Möglichkeit bieten, dass andere Leute das besser nachnutzen. Und wenn wir jetzt mal wirklich in der Gegenwart sind, NFDI von Microbiota, aktuelles Projekt. Erzähl doch mal, ist da auch LiVivo eingebunden und was sind so deine Highlights an diesem Projekt? Highlights gibt es da sehr, sehr viele, denn das Projekt selber ist ja ein großes Highlight meiner Meinung nach, weil es eigentlich so einen Quantensprung induzieren soll in der Mikrobiologie, wie die anderen Konsortien das in den anderen Forschungsbereichen letztendlich machen sollen. Aber das ist natürlich ein langer Weg. Also Quantensprung, es wird ein sehr, sehr langer Quantensprung werden. Von daher ist das vielleicht, ist Quantensprung vielleicht nicht ganz präzise. Aber es soll zumindest eine enorme Verbesserung bieten, dass einfach diese Reibung rausgenommen wird aus der Forschung. Soll heißen, wenn man heutzutage in der Mikrobiologie oder auch in anderen Feldern Omics-Daten, also Hochdurchsatzdaten generiert, dann sind da häufig Brüche dabei. Das heißt, man geht zum Beispiel, oder man macht das Experiment, gibt die Proben dann ab. Die werden dann zum Beispiel sequenziert oder also DNA-Sequenzierung gemacht oder RNA-Sequenzierung zum Beispiel. Oder die Proteine werden analysiert mit einem Massenspektrometer. Dann fallen da diese großen Datenmengen heraus. Die kriegt man dann, die kann man sich vielleicht runterladen. Dann lädt das vielleicht die Doktorandin auf eine USB-Festplatte runter. Dann liegt das erstmal rum. Dann wird sich mit einem Bioinformatiker unterhalten. Der macht Analysen drauf und der legt das dann vielleicht noch wo ab. Und dann später, wenn das Ganze publiziert werden soll, dann müssen die Daten abgelegt werden. Und dann denkt vielleicht auch jemand, vielleicht ist es auch nicht schlecht, noch den Analyse-Workflow abzulegen. Und all das wollen wir in NFDI for Microbiota sehr viel reibungsloser machen, dass die Daten idealerweise in so einer Infrastruktur aufschlagen oder gesammelt werden und dann auch gleich mit entsprechenden Metadaten, das ist das große, große Schlagwort, mit Metadaten versehen werden, um dann auch durch diese Pipeline und diese Infrastruktur weitergegeben zu werden, wo dann auch Analyse-Workflows angewandt werden können und wo dann eigentlich der große Schritt, diese Publikation der Daten und der Workflows, dann eigentlich minimal ist, weil alles vorher schon gemacht wurde. Und durch solche Standardisierungen, das Individuum, der einzelne Forscher, die einzelne Forschende nicht mehr so das Problem hat, sowas zu machen und wir eine Möglichkeit haben, sehr effizient solche Prozesse abzulegen. Und das ist NFDI von Microbiota und jetzt habe ich vorhin von Metadaten da gesprochen. Wenn ich natürlich diese Metadaten habe, dann kann ich alle meine Sachen auch viel besser suchen. Das heißt, ich möchte alle RNA-Sequencing-Datensets aus dem und dem Jahr mit dem und dem Geolocation oder in diesem Bereich bekommen und die vielleicht in dem und dem Spezialbereich publiziert worden. Und da kommt dann natürlich wieder LiVivo bzw. die Technologie wieder ins Spiel davon. Das heißt, wenn wir diese Metadaten haben, dann können wir die dort auch entsprechend mit aufnehmen. Das heißt, ein Stück von LiVivo wird dann dort auch mit hineinfließen bzw. ein Stück von der NFDI wird dort mit reinfließen und wir werden das versuchen zusammenzuführen. Das ist nicht ganz einfach natürlich, aber dieses Zusammenspiel von klassischen Omics-Daten, also Hochdurchsatzdaten, Literatur, wenn wir das zusammenkriegen, da können wir ziemlich viel reißen, meiner Meinung nach. Das auch hier wieder ist ein langer Weg, das ist kein Quantensprung. Es wird ein Quantensprung, aber es wird ein langer Quantensprung werden. Und
Da sehen wir sehr viel Potenzial. Das ist definitiv ein Highlight. Diese ganzen Sachen, das ist doch das Schöne, dass wir bei ZDMed alles zusammenführen können, dass wir da eigentlich enorme Synergien schaffen zwischen verschiedenen Projekten wie Livivo, was sozusagen ein festlaufender Service bei uns ist, plus Initiativen wie die NFDI zum Beispiel, um das dann gemeinsam etablieren zu können und damit durch die Vernetzung von solchen Projekten einen enormen Mehrwert zu schaffen. Und damit schließt sich ja für mich auch der Kreis mit dem Anfang. Dafür braucht man Bibliotheken, dafür braucht man Forschungszentren und dafür braucht man einfach genau diese Infrastruktur, wie Livivo und NFDI von Microbiota und ZBMed sie liefern. Und das kann einfach eine Google-Suche nicht ersetzen. Das ist weit davon entfernt. Die haben auch kein Interesse dran, beziehungsweise können sich gar nicht so auf diese Spezialbereiche einlassen. Das ist auch vielleicht eine gute Basissuche vielleicht, die man damit machen kann, die man auch komplementär machen kann. Aber man muss sich vor Augen halten, dass in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen, also für uns ist es halt jetzt der lebenswissenschaftliche Bereich, dass da große Expertise genutzt wird, um solche Services zu verbessern, um das aufzubauen und auch dediziert auf spezielle Gruppen einzugehen, bei NFDI for Microbiota, die Mikrobiologie. Ja, und das kann man natürlich noch weiter auffächern. Mit NFDI for Health haben wir dann mehr die Gesundheitsbereiche angesprochen. Das heißt, wir haben natürlich Expertise, die wir dort mit einbringen und das hilft dann den Nutzenden, eine bessere Suche zu bekommen. Genau, und alles für die Lebenswissenschaften, das ist unser Auftrag. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Konrad. Das war sehr erheiternd und sehr erhellend. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Wenn Sie weitere Informationen brauchen, dann finden Sie die in unseren Shownotes und wir freuen uns auch über ein Like und ein Abonnieren unseres Kanals. Dankeschön.